So, es geht ums Geld heute wieder. Und ich habe das genannt, wenn man finanzielle Freiheit will. Und finanzielle Freiheit ist so ein Begriff, ja. Es geht darum, Geld zu haben, oder? Geld zu haben. So, wenn man das haben will, muss man irgendwo beginnen. Ich sehe immer so bei den Leuten, dass sie haben Schulden oder gar kein Geld oder so ein geringes Einkommen oder so viele Schwierigkeiten, dass es fast unmöglich scheint. Irgendwo zu beginnen, wo setze ich an? Setze ich an bei meinen Glaubenssätzen? Setze ich an bei meiner Vorstellung? Wo setze ich an? Welche Werkzeuge kann ich benutzen? Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich euch sagen, dass ein Ding für mich super gewirkt hat. Ja, und das ist, es gibt es auch in anderen Methoden, da erzähle ich euch jetzt nichts Neues. Das ist alles, was ihr einnehmt, davon nehmt ihr etwas weg und legt es auf die Seite. Ja, also es kann 10% dessen sein, was ihr einnehmt, es können 5% sein, es kann nur 1% sein. Aber konsequent, alles, was ihr einnehmt, davon gebt ihr was weg. Und das hat nichts mit Sparen zu tun. Es hat nichts damit zu tun, ich spare jetzt, ich bin jetzt sparsam, damit ich mir irgendwas leisten kann, sondern hat einen ganz anderen Hintergrund. Weil stellt euch bitte vor, ja, ihr verdient vielleicht im Monat 2.500 Euro. Und dann nehmt ihr 10% sofort weg, bevor ihr noch Steuern zahlt oder irgendwas anderes ausgibt. Dann habt ihr 250 Euro auf der Seite. Meiner Erfahrung nach kann das jeder schaffen. Ja? Wenn es nicht geht in eurem Kopf, dann beginnt mit 5%. Dann habt ihr das mal auf der Seite. Und das könnt ihr auf ein Sparbuch geben, auf ein extra Konto, in euer Sparschwein, in eine kleine Schatzkiste, völlig wurscht. Was passiert, wenn ihr das regelmäßig tut? Ihr seht etwas wachsen. Da wächst was. Da kommt Geld zu Geld. Da wird es immer mehr. Und das ist so anders als die Erfahrung, die die allermeisten von uns machen. Geld wird immer weniger. Das ist das, was wir in unserem Kopf haben. Geld kommt rein, Geld geht raus und es wird immer weniger. Und dann bin ich in den roten Zahlen im Konto und es wird immer weniger, es wird immer weniger. Das ist unser Mindset. Ich meine, ich mag das Wort Mindset nicht so sehr, aber ihr wisst, was ich damit meine. Das ist unser Glaubenssatz. Das ist das, was wir die ganze Zeit manifestieren. Geld wird immer weniger. So, das gilt es umzudrehen und dieses 10%-Konto, wie ihr es nennen könnt, oder 5%-Konto oder eure 10% oder 5% oder 2% Schatzkiste ist genau das Gegengift dazu. Weil da seht ihr, dass Geld immer mehr wird. Und das ist so wichtig, dass wir sehen, es wird mehr, es wächst, ja. Also ich habe das vor vielen Jahren begonnen und meine ganze finanzielle Situation hat sich sehr, sehr verändert, zum Positiven, ja. Und ich habe das Ganze jetzt noch weitergetrieben. So bei meinen Konten zum Beispiel, die sehe ich wachsen. Ich habe diese Überzeugung, es wird immer mehr, es wird immer mehr. Egal wie viel Steuern ich zahlen muss, jetzt kommt die SVA wieder mit dem und da. Mein Konto wächst. Am Ende des Tages ist mehr drauf als vorher. Und dazu hilft euch diese Schatzkiste oder euer Sparbuch mit dem, was ihr immer wegnehmt, was ihr ganz sicher nicht ausgibt, was ihr nicht anrührt, dem ihr nur beim Wachsen zuschaut. Nadja sagt, das mache ich schon lange so. Und wirkt es? Also, ich kenne so viele, bei denen es wirklich den Umbruch gebracht hat. Ja, und es ist ja nur ein Tipp. Ihr könnt es ausprobieren. Aber wir müssen irgendwo beginnen. So, das ist das eine, was ich tue. Alles, was ich einnehme, davon geht gleich was weg. Ja, auf meinen Geldberg sozusagen, dem ich beim Wachsen zuschaue, abgesehen von all dem, was ich ausgebe. Das zweite ist, dass ich mir in meinem Kopf sehe ich Geld überall wachsen, auf meinen Konten, bei meinen Einnahmen, ganz egal, was ihr habt, wie ihr eure Finanzen geregelt habt, ob ihr Wertpapierdepots habt oder keine Ahnung. Ich sehe es wachsen, es wird immer mehr. Seht die Zahlen, wie sie größer werden. Immer diese Freude am Ende des Monats. Ingrid sagt, so bin ich zu meinem Motorrad gekommen. Yay, du hast das Motorrad. Genial. Ja. Ja, so, das ist dieses Wachstum. Wir müssen unseren Glauben verändern von es wird immer weniger zu es wird immer mehr. Das ist mal der allererste Schritt. Was ich noch zusätzlich tue, ja, also wenn ihr mich kennt, ich arbeite mit der Vorstellungskraft nach Neville Goddard, das Gesetz der Annahme. Ich gehe ans Ende. Und in diesem Zusammenhang
Was ist das Ende? Das Ende ist, dass ich zurückblicke auf einen Berg, der stetig gewachsen ist. Ja? Und das können wir zum Beispiel tun mit einer Szene, die wir uns vorstellen, dass wir sagen, mit dieser Ich erinnere mich als Methode, das ist eine der Methoden von Neville Goddard, ich erinnere mich als. Ja? Und da sehe ich mich immer irgendwann in der Zukunft und blicke zurück und sage, oh, als ich begonnen habe, damit das Geld beiseite zu legen, als ich gesehen habe, wie es gewachsen ist, hat sich alles verändert. Es hat sich alles verändert. Ja? Und ich spüre das, ich fühle das real, dass mein Leben so anders ist als damals, als ich damit begonnen habe. Und Nadja schreibt, man darf das ja dann auch nie ausgeben, oder? Also der Sinn ist, dass du es nicht ausgibst. Genau, weil du willst es wachsen sehen. Ja, es kommt natürlich irgendwann vielleicht mal der Punkt, wo du sagst, jetzt weiß ich, jetzt ist mein Glaube so stark, jetzt ist mir das wurscht. Ja, ich sehe es ohnehin wachsen. Ich gebe es vielleicht in ein Wertpapierdepot und spekuliere ein bisschen damit. Ja, wenn ich wirklich glaube, dass alles immer wächst, ist es komplett egal. Aber das ist ein Beginn. Ihr müsst erstmal wirklich euren Glauben verändern von, und das ist so wichtig, von es wird immer weniger zu es wird immer mehr. Das ist so eminent wichtig. Ja? Und dann gibt es so viele andere Tools, die wir anwenden können. Aber der Beginn in meinen Augen ist, dass wir das in unserem Kopf umdrehen müssen. Ich habe das bei vielen Leuten gesehen. Wenn das erstmal passiert ist, wenn es weggeht von, oh mein Gott, jeden Monat ist immer mein Konto leer und es wird eh immer weniger und vielleicht verliere ich meinen Job und dann habe ich gar kein Einkommen mehr. Ja, so dahinter steckt immer der Glaube, es wird immer weniger und auch es wird immer schlechter. Ja, so viele Menschen haben diesen Glaubenssatz, es wird immer schlechter, alles wird immer schlechter. Das sehen wir jetzt auch. Ja, wie viele Menschen fühlen sich bestätigt in dieser Annahme bei all dem, was gerade passiert, es wird immer schlechter. Ja, so, wir müssen das umdrehen in diesem Glauben. Es wird immer besser, es wird immer besser, es wird immer besser. Ja, das ist der Punkt. Und so beginnen wir in Bezug auf die finanzielle Freiheit. Einfach indem wir einen gewissen Prozentsatz dessen, was reinkommt, nicht ausgeben, ja, sondern tatsächlich wachsen sehen. Nadja, hast du mal wieder einen Zoom über Finanzen? Tatsächlich beginne ich am 8. Februar mit einem 4-Wochen-Programm. Der heißt Geldmagnet. Und weil ich habe festgestellt, dass viele Leute so die Dinge benutzen und dann tun sie es wieder nicht. Weil es hat nicht sofort gewirkt und dann lässt man es wieder. Deswegen habe ich jetzt mal gedacht, ich mache das sonst selten, weil es mich oft langweilt, wenn ich etwas über einen langen Zeitraum mache. Aber ich mache mal was über 4 Wochen, weil für wirklich interessierte Menschen, wo ich über 4 Wochen euch begleite, dahin, dass ihr dahin kommt, wohin ihr wollt in Bezug auf Geld. Ja? Und es wird eine eigene Gruppe sein. Wir sind schon einige Leute und das werden 4 Zooms sein. 1 Stunde, 1,5 Stunden, je nachdem, wie viele Fragen ihr habt, wo ich euch all das mitgebe, was ich weiß. Und es wird für jeden Teilnehmer eine Einzelsession mit mir geben. Und ich werde in dieser Gruppe jeden Tag irgendein Tool posten, entweder als Facebook Live oder als Text oder als Meditation. Ja, also ich will in diesen 4 Wochen will ich mich wirklich auf Geld konzentrieren und auf euch und euer Geld, eure finanzielle Freiheit. Also das Ding heißt die 4-Wochen-Challenge Geldmagnet und den Link, ja, schicke ich und poste ihn auch hier unter das Facebook Live. Ja? Also ich habe es wirklich billig gemacht, weil ich habe mir gedacht, die Welt ist so viel besser, wenn jeder dieses Gefühl hat von, oh, es wird immer besser. Ja? Wie viel besser kann die Welt dann werden? Stellt euch bitte vor, alle würden hier rumlaufen und würden diesen Glauben haben, dieses, ja, es wird immer alles besser, es wird immer alles mehr, es wird immer alles toller. Ja? Wie viel weniger Gewalt, wie viel weniger Angst, wie viel weniger Missgunst hätten wir in dieser Welt, wenn wir alle diesen Glauben hätten, es wird immer besser, es wird immer besser, egal was ist, es wird immer besser. Ja? So, das ist mein Tipp heute. Also, wenn ihr beginnen wollt mit dem Aufbau eurer finanziellen Freiheit, wenn ihr etwas wirklich verändern wollt, beginnt einmal mit diesem völlig simplen Tool, einen Teil eurer Einnahmen wegzunehmen, auf die Seite zu geben und ihnen einfach beim Wachsen zuzuschauen. Ihr werdet sehen, das macht was mit euch. Ja? Es gibt euch Vertrauen.
in Wachstum, in es wird immer besser. So, das wollte ich heute nochmal loswerden. Ich poste den Link zur 4-Wochen-Challenge Geldmagnet dann jetzt gleich unter das Live-Video. Wenn jemand Fragen dazu hat, ihr könnt mir gerne eine Nachricht schreiben, beantworte ich sehr, sehr gerne. Oder wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann bitte klickt einfach auf dieses Ding, abonnieren, dieses rechts oben, diese drei Punkte. Und ansonsten habe ich auch eine Gruppe, die heißt Erfolgreich beginnt im Kopf. Da findet man viele gute Erfolgsgeschichten und da geht es um das Gesetz der Annahme und wie wir damit alles verändern können. Ja? Und ja, danke fürs Zuschauen. Bitte schreibt mir eure Fragen und wenn ihr Lust habt, seid dabei bei der 4-Wochen-Challenge. Ich freue mich schon sehr drauf. Es wird mich disziplinieren, jeden Tag was zu liefern. Und ich stelle mir vor, dass am Ende alle Teilnehmer sagen, wow, jetzt weiß ich, wie es geht. Ab jetzt wird alles immer besser und